Herzlich willkommen bei Loki on Tour. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Sardinien-Rundreise. Trotz Dauerregen sind wir gut angekommen im Hafen von Genua und warten jetzt drauf, dass wir auf die Fähre fahren können. Jetzt noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr in Genua seid, verlasst euch nicht so auf Google Maps, sondern schaut auf die Schilder. Der Hafen ist echt super ausgeschildert. So, und falls ihr fragt, wie so ein Hundezimmer aussieht auf einer Fähre, genau so. Hier oben könnte man noch links und rechts zwei Betten runterklappen, dass man zu viert drin schlafen kann. Und ja, eine Toilette gibt es nicht, aber dafür ein Waschbeckenschrank. Mega. Erster Tag auf Sardinien und wir sind schon auf dem Weg zu unserem ersten Highlight. Wo geht's denn hin? Zu einem Lost Place, eine Satellitenstation oder so. Genaueres Volk. Die Troposphärstation am Monte Limbara wurde durch die Air Force in Auftrag gegeben und sollte das Rückgrat des Funknetzwerks im Mittelmeer zwischen Spanien und dem Nahen Osten bilden, zu der noch eine Vielzahl von ähnlichen Stationen in anderen NATO-Ländern gehörte. Der Hauptzweck der Station war das Übertragen von verschlüsselten Nachrichten während des Kalten Krieges. Ja, leider schifft's und stürmt's hier richtig an dieser Basis. Ich hätte auch gern noch die Drohne fliegen gelassen, aber das bringt hier so alles gar nichts. So, die erste Nacht haben wir überstanden. War ein bisschen windig. Aber jetzt geht's nach Algero. Wir sind hier in der Nähe auf einem Campingplatz und es sind ca. 20 Minuten. Ein bisschen gespannt. Wir sind jetzt alles hier an der Küste entlang, toller Fahrradweg, bis in die Stadt gefahren. Echt super. In der Altstadt angekommen, haben wir die Fahrräder abgestellt und sind zu Fuß durch die schönen Gassen gebummelt. Algero ist eine Stadt an der Nordwestküste Sardiniens. Sie wird von einer historischen Stadtmauer umgeben und ist für ihre kopfsteingepflasterte Altstadt bekannt. Voll cooles Schießpeng-Zeug gibt's noch an der Küste zu sehen. Uns hat die Altstadt gut gefallen und es war ein schöner Ausflug. Hier aus fahren wir jetzt weiter runter Richtung Oristano. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein. Eingecheckt haben wir auf dem Campingplatz Spinacker. Ein schöner Campingplatz mit Pinienwäldern und einem tollen Strand. Den Wind konnten wir gut nutzen und ließen den Drachen steigen. Heute haben wir eine Fahrradtour gemacht, beziehungsweise sind immer noch dabei zu einem Leuchtturm. Und ich zeige euch mal die Aussicht. Das ist jetzt so eine Landzunge und wir kommen von dort drüben ungefähr. Von da sind wir mit dem Fahrrad los und alles hier rum und hier auf die Landzunge zu dem Turm. Hier haben wir eine kleine Pause gemacht und dann ging es zum nächsten Spot. So, hier unser Schatzsucher. Hier ist nochmal Leuchtturm. Mal schauen, ob wir ihn finden und ob wir die Fahrräder wiederfinden. Weil wir laufen hier schon 10 Minuten durch so einen Irrgarten.
schauen wir mal, wie es wird. Da vorne wollen wir hin. Hallo, heute machen wir eine Fahrradtour nach Oristano. Mal schauen, wie es da so ist. Viel Spaß. Oristano ist eine schnuckelige kleine Altstadt, aber sehr überschaubar. Wir waren leider zur Siesta-Zeit da, deswegen war bei uns nicht so viel los. Wir sind schon wieder unterwegs. Heute ist das Ziel ein Lost Place. Seid gespannt. Wir sind angekommen bei dem Lost Place Casa al Mare Francesco Sartori. Die Marinekolonie Francesco Sartori wurde am 13. Mai 1956 eingeweiht und wurde von der Montevideo Mining Company für ihre Mitarbeiter und deren Familie, insbesondere deren Kinder, betrieben. Das Hotel beherbergte in den Sommerzeiten von Juni bis September rund 600 Kinder und 100 Angestellte. Der Wahnsinn, wie so ein Sprungbrett zusammengammelt. Die hellen Innenräume im Hauptgebäude waren für den vorübergehenden Aufenthalt von Kindern gedacht und es gab reichlich Unterhaltungseinrichtungen. Dazu zählten zwei Schwimmbäder, Aufenthaltsräume, ein separates Servicegebäude, eine Garage, ein Hausmeisterhaus, aber auch eine Isolationsabteilung für Infektionskrankheiten. Um zu dem Hotel runterfahren zu können, muss man einen Schlagbaum passieren, wo jemand sitzt, der eine Parkgebühr verlangt, eventuell für den Tag oder auch für eine Übernachtung. So, der Weg wird jetzt ein bisschen abenteuerlich. Wir haben einen Tipp bekommen für eine schöne Übernachtungsmöglichkeit am Strand. Ja, wir müssen nur hinkommen. So, die holprige Pistefahrt geht zu Ende. Wir stehen hier an einem unüberquerbaren Weg. Steht circa einen halben Meter Wasser. Ja, drehen wir wieder um. Wie ihr sehen könnt, haben wir einen tollen Schlafplatz bekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Teil auch dabei.